Robin Weiß halt den Ball gefickt. Pass zu Paul Fiedler, der scheitert am Tor. Koulmec envoie un poignet et là il est récupéré par Weiss qui met au fond. Schade, er wollte alleine tun, der Torwart hat schön den Winkel zugemacht und somit das Ding so verkürzt, dass keine Einschussmöglichkeit bestand. Il est beaucoup moins agressif et les Allemands sont beaucoup plus vigilants et attendent la bonne opportunité avec un tir sur le poteau, mais Weiss récupère, ils peuvent repartir en contre avec Soto à sa gauche, il va passer à Schettler et non, mais l'action échoue, les Allemands repartent. Et le Konter läuft über Team Linke zum zweiten Mal Postenschuss. Erst Kai Essers Post. Riesenchance für das deutsche Team. Auf Pass von David Weisheit scheitert Paul Fiedler an dem souveränen starken Torhüter. Kevin Nielsen auf. Attention, voilà, ça a un peu se profiler à deux contre un. Avec Peter au milieu, mais ça va rester. Verlieren den Ball, aber jetzt zu einsinnig, gewinnt ihn zurück. Starker Schuss, starker Halt des Torhüters. Da passe à Montbaron qui entre dans la zone pour lui passer à Eisenbou. Montbaron qui rate malheureusement la reprise, il y avait le but ouvert. Et s'il continue Montbaron seul, oula. C'est là, attention les Allemands repartent. Oh magnifique arrêt de Joël Bullionnier. Deckenfehler der Schweiz. Von Robin Weisheit kommt leider Pascal Neumann. Das Tor nicht rein, der Schweizer Torhüter. Wieder vereitelt an. Vorwurf zum zweiten Mal. Big Save. L'entraîneur suisse ne s'est pas trompé, il a demandé à Tom Moore afin de remettre les esprits en place et de plus faire des erreurs, de donner des espaces à l'équipe adverse. De Montbaron qui passe à 10 cm. Kevin Nielsen, auf Kai Essers und zurück nach links.
Belgisch ein bisschen auseinanderbringen, um den Freistehenden Macht zu geben. Ja, Tor für Deutschland, 1:0. Torschütze, die Nummer 14, Kai Esser, aufs Stuhlspiel. Wir werden garantiert in der zweiten Hälfte ein anderes Schweizer Team sehen, das noch mehr offensiver spielen werden muss. Eine große Chance. Der Schweizer konnte aber nicht verwertet werden. Vite, Emmanuel Weiss, sortir de Michael Kettler. Après une première occasion où l'action n'a plus aboutir, Michael Kettler a récupéré et a envoyé un tir à terre que Emmanuel Weiss a pu mettre au fond du but. C'est 1-1. Le score est de 4 pour la Suisse, 2 pour l'Allemagne à 10 minutes de la fin. Mon baron, ouh! Les arbitres n'interviennent pas. Pass auf die andere Seite. Robin Weisheit. Das war 2 Minuten für den Numero 28. Robin Weisheit, Kevin Hilton. Schuss von Robin Weisheit auf den kurzen Pfosten. Glänzend pariert von dem Torhüter der Schweiz, der beste Mann auf dem Feld ist.
Deutschland schießt aus allen Lagen, kann den Schweizer Torhüter aber noch nicht überwinden. Aber jetzt ein Hammer von Kevin Wilson. Zuspiel von Robin Weisheit zum Anschlusstreffer zum 3:4. Vorspielende. David Weiss hat beim Bulli.